Die 200 Ranking-Faktoren von Google. Heute geht es um den Content, das ist der dritte Teil. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG. Sie schauen website-marketing.ch. Backlinko.com hat eine Zusammenstellung gemacht der 200 Ranking-Faktoren von Google, die es meiner Meinung nach ganz gut trifft. Heute geht es wieder weiter mit den Content-Faktoren. Auf Platz 21 haben wir Duplicate Content. Das ist doppelter Inhalt. Das wird sehr stark abgestraft, wenn Sie also zu viele Seiten haben, die ähnlichen Inhalt haben. Das muss nicht komplett derselbe sein. Dann sollte man das vermeiden, indem man den umschreibt. Auch die Titles und Descriptions anders wählt. Das ist ein extrem schlechter Punkt. Wenn Sie das haben, schauen Sie also, dass Sie möglichst viele einzigartige Seiten auf Ihrer Seite haben. Man kann das ausschließen mit dem Canonical Tag. Kann man also, wenn man solche Sites hat, die gleichen Inhalt hat, kann man sagen, das ist eigentlich die Master-Site, die musst du indexieren, von den anderen musst du nichts wissen, die kannst du weglassen beim Indexieren. Also ein wichtiges Tool, um solche Duplicate-Contents auszuschließen. Offenbar schaut Google auch nach, wie schnell eine Seite im Chrome lädt. Da haben sie natürlich alle Daten, da sagen sie alles ab. Täglich Millionen von Seiten aufrufen, die kommen hier rein und das ist offenbar was, das Google auch mitbewertet, wenn es um den Speed geht. Die Optimierung von Bildern, ganz wichtiger Faktor, da weisen wir immer wieder darauf hin. Ich habe hier, oder Sie haben hier ein paar Punkte aufgeführt, was solche Faktoren sind, die da bewertet werden. Achten Sie also darauf, wenn Sie Bilder hochladen, beispielsweise auf dem File Name, Title, aber auch Alt Tag. Dann Reason of Content Update, das Caffeine Update ist schon ein Weilchen her. Wenn ich mich richtig erinnere, müssten das ungefähr 3 Jahre sein, auch zum Thema von den ganzen Social Searches, die da kommen. Und das ist entscheidend, dass ich also möglichst kurzfristig auch wieder Inhalt reinbringe. Das merkt Google und wertet das sicherlich positiv. Das ist dann auch der Punkt 26. Auch hier möglichst viele Änderungen vornehmen. Da heißt der Freshness-Faktor, also ein Punkt, der schaut, wie frisch ist der Inhalt einer solchen Seite. Punkt 27 beleuchtet was Ähnliches. Da geht es um die Updates. Wie oft werden Updates gemacht? Ist natürlich dann entscheidend, wie oft der Googlebot vorbeikommt. Kann also sein, wenn Sie wenig updaten, dass der auch mal einen Monat nicht vorbeikommt. Ist natürlich dann schlecht, wenn Sie ein neues Angebot, neues Produkt, eine neue Dienstleistung reinstellen und die nicht indexiert wird. Dann sind wir bei 28, Keyword Prominenz. Da geht es darum, dass das Keyword möglichst weit vorne im Inhalt erscheint. Also nicht erst ganz am Schluss der Seite. Ist übrigens auch nicht gut, wenn es am Schluss des Codes ist, sondern möglichst früh sollte das Keyword erscheinen. 29, da geht es um H2 und H3 Tags, also die Überschriften. Auch das ist ein Faktor, der es positiv bewertet. H1 natürlich noch wichtiger, aber auch wichtig, dass die Keywords in den anderen kleineren, weniger wichtigen Überschriften vorhanden sind, bevor es dann in den normalen Text übergeht. Und schlussendlich der 30. Punkt, Keyword Order. Das ist auch entscheidend, wenn ich beispielsweise, und das ist hier ein lustiges Beispiel, Cat Shaving Techniques als Keyword habe oder anbiete, dann ist es besser, wenn ich das auch so auf der Seite schreibe, als wenn ich dann schreibe Techniques for Shaving a Cat. Also wenn gleich das Keyword schon so oder der Satz schon so dasteht, wie ich das eben möchte, dass ich dann auch gefunden werde. Das also weitere 10 Punkte, was den Seiteninhalt betrifft. Das sind auch wieder wesentliche Punkte. Weitere Folgen, Kommentare gerne zu dem Thema wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INEMAG und Sie schauen website-marketing.ch.